the cutlass. Let's say you're ready to upgrade it, but you're not quite ready for that cutlass life yet. You still need the cargo, you still need the armaments, but you don't want to look like anybody else while you're doing it. That's where the Nomad comes in. The Nomad is an upgraded starter ship. It has a lot of versatility. It can hold its own in combat, and it holds a decent amount of cargo units. So the Nomad is essentially a pickup truck that's kind of doing the pickup truck thing differently than all the other manufacturers in the game. Doesn't shift your study pickup truck. And it does it in a way where your cargo is completely exposed on the outside, and the angles of your ship are completely unique, and it's also unlike any other ship within that manufacturer's line, right? So it's a departure within that manufacturer to just try something very different, both aesthetically and functionally. The Nomad is a solid cargo runner at 24 SCU. You can make a pretty decent chunk of change doing cargo runs, and you don't feel like you're wasting your time. It's also a very capable fighter. It's not going to beat a dedicated fighter in a fight, but it can definitely hold its own. The moment you walk up to the ship, you're going to see, I think the most striking part of it is the fact that it's treated a lot like our Xi'an bike. You're going to notice that it's never touching the ground. It's always hovering, which is super cool, super unique. Then you've got this hatch on the side of it, which has this fully articulating ladder that just kind of pops out and presents itself with movements that feel a little bit organic. So it's kind of juxtaposed against sort of the very chiseled look of the ship. You have all these movements that are super smooth. It's got three hardpoints for its weapons. These come with all gimbaled laser repeaters. It's also got 4 size 2 missiles on each wing, so a total of 8 size 2 missiles with custom missile racks. It's got a standard array of countermeasures, both chaff and flares, and it's got 2 main thrusters, 2 retro thrusters, and 12 maneuvering thrusters. In the future, when tractor beam technology comes online, the Nomad will come with 1 standard, and it will be able to use that to pull cargo into its hold. Okay. Once you climb in, you're going to be flanked in the left and right by your weapon racks. This is for all you new people. Rifles, one on either side. I only have 1 rule. Highlighted in this, like, everyone really fights. Stark red lighting, so one quits. Don't do your job, and I'll kill you myself. Do you get me? Welcome to the Roughneck. Danke, Kefke. Für dein Raid. Dankeschön. Und hallo an deine Zuschauer. Wir gucken hier gerade so ein bisschen das Inside Star Citizen, was gerade erst rausgekommen ist. Ich wünsche euch natürlich einen wunderbaren Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in SC. Ich spule mal ein kleines Stück zurück. Und dort, wo wir quasi gerade waren. Und wir gucken dann weiter bei 229. Und zwar jetzt. The Nomad will come with 1 standard and it will be able to use that to pull cargo into its hold. Once you climb in, you're going to be flanked in the left and right by your weapon racks. So you're going to have 2 rifles, one on either side of you, highlighted in this like really stark red lighting so you know where the weapons are immediately. Okay. And that'll lead you directly into what we're calling the foyer. And that'll be a few steps below. The moment you walk into that section, you'll be able to see out the back of your cargo bed. We have a window which looks straight out to where your cargo is, and if there is no cargo, you can kind of see out into space. From there, you can also control where your cargo bed is. Here you also have access to your power plant component down the right hallway, and you also have access to your locker where you can store whatever you want, and you've got your toilet. Once you make it past the first kind of bulkhead door, walk into the habitation, and here's where you'll be able to do your napping, your TV watching, you'll be able to do your cooking, and we even have sort of an ottoman that slides into the countertop. That way, if it's not in use, you have a lot more space in the area. Schon so ein bisschen wie die Mustang Beta, aber besser. Present itself to you and just hop right over, take a seat, whatever, have a meal, pull it straight out of the microwave, whatever. Die Mustang Beta hat ja keine Missile Racks. And then moving forward into the ship, that leads you into the cockpit. Once you hop onto that seat and it takes you into your dashboard view, you have a pretty good view from this ship. It's got some struts there that really kind of hold the glass together, but that really feeds into our chiseled look. So they kind of have to be there as a structural element to hold the whole thing together. But the really cool thing about this dashboard is that it's kind of a, it's semi wraparound,
but it's one giant screen. Yeah, das so mit dem einen großen Screen kennt man schon von der Mustang. Cool. In addition to that, we've got like a giant glass pane in front of you, which has your HUD and all that stuff. I think it's really cool. Und Soundy grüßt dich. Auch an den Moschern. Overall, I think it's Moschern, a great das. Ship. Grüß this dich. Is something you probably want to really look into. Boah, also es schwebt immer das Schiff, hat keinen Handy-Gear. Ach, deswegen schmolz jetzt alles klar. While the U.S. Okay. vehicle feature team works to further develop and expand the idea of what it means to be a ship from Consolidated Outland, the Landing Zone content team worked to develop a new convention center for Microtech that looks to improve upon an already impressive IAE experience. Ah, jetzt gehen wir noch nach Microtech zur Messe. IAE this year in New Babbage. The expo where we show the latest and greatest of the newest ships and weapons, armor and any gear we have for the game. This is where we show it. We want the players to feel like this is an event in 2950. I'm an in-game player looking at an expo event rather than something that takes you out of the game. We had the benefit of hindsight, but also the benefit of being able to really plan it from the ground up. So we were able to do things that we weren't able to do before. Something else we've done, and we've actually kind of done it every year or every event, is we kind of swap the artists who work on it out. It enables us to keep it fresh. Obviously, I've been the lead on all of them as well, so there is some consistency there. I think it would become kind of stale, you know, if it was the same group every time. We do kind of learn what we've done in the past, learn what worked, or learn what didn't work, and try and improve every time. With this, we went back to what does an actual convention look like? London Motor Show, I used to go to a lot as a kid. To me, that's quite comparable to like a ship expo. Basically, one cool thing about it is how we have like modular type of setups. This das main hall, main big hall, with this gigantic ship in the middle and smaller ships next to it to just have this big vista when you get in. We have these side halls to expand if we have more halls that we want to present. And that's the big difference. So this one had a lot of a design emphasis on the architecture because it was in New Babbage. It's not utilitarian, you know, like Aerotene or Lowellville. This year we're going for a super minimalistic vibe. This brings its own challenges with it because, you know, the less details you have in an environment, the more any mistake is going to stand out. When you look at Microtech, all these panel lines, the expo hall is not a working area. It's different. It's more cleaner, it's sleeker, more minimal because it's really showcasing the ships. And to convey all of this without getting much into detailing, you have to take care about a lot of materials. So what does the concrete feel like? What does the stone feel like? And where are the panel lines exactly? So we have to make sure that every corner is as polished as we can get it. We need to make sure we balance the manufacturers over the whole event. And some manufacturers have many, many ships. We would have dedicated areas within a day for each one. Some halls with many ships. The other thing we've done is make it more flexible in terms of these rooms. And we like to sell it as if it's realistic. So there's a lot of things going on with the how we present it, how we do banners and posters and information screens and stuff. And we don't ever want to take you out of that experience. Just to really appreciate the beauty of design, of like I said, the emphasis of the ships and the architecture of the space as well, and all the things that come together with these events. Like, we wanted to make it just gorgeous to look at and walk around. So what did we learn this week? Well, we learned that Nomad is the latest offering from Consolidated Outland for those who want maybe just a little bit more from their starter ships. That space pickup truck is now a thing. And that you can see the Nomad and a whole host of other ships on display at this year's Intergalactic Aerospace Expo on Microtech. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee, and we'll see you next week. Was? Keine Zusatzinfo, wenn es verkauft wird? Dann kann ich es kaufen. Okay, erstmal der Ron dazu schreibt, interessant, aber grottenhässlich.
Es ist wirklich sehr Geschmackssache. Wir gehen nochmal zurück. War ja wirklich einiges drin in der Folge. Ganz am Anfang natürlich bei der Nomad angefangen. Toddy, Finny, haut raus. Was haltet ihr von der Nomad? Also, ich habe meine Meinung im Chat schon gut getan. Habe ich es gelesen? Hässlich, hässlicher Nomad. So, okay, alles klar. Okay, bah. Ich schreibe also, noch dazu. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass sie nicht unnütz ist. Ja, also vom Aufbau her, von den Starterschiffen bis zu dem nächsten Upgrade, das ja bis jetzt nur da war, ist die schon ein, sag ich mal, ein vernünftiger Zwischenschritt für Leute, die anfangen. Ja? Also die Notwendigkeit, dass es sie geben muss, sehe ich schon gegeben. Ja? Über ihr Aussehen jetzt, muss ich sagen, die erinnert mich verdammt sehr an die Cobra in Elite. Ja, das hatte ich jetzt nämlich auch schon gelesen, und zwar vorgestern. Durch die Leaks wusste man ja so ein bisschen, was kommt. Und ich wusste aber nicht, für was die Cobra steht aus Elite. Also die Cobra steht eben halt auch für ein Starterschiff, ne, für schon ein weiterbringendes Starterschiff und hat, würde ich sagen, hat fast auch so die gleichen Werte, ja, wenn man das jetzt so vergleichen würde zueinander in dem Game. Was ich cool finde, ist, dass diesen Hover-Kufen, ja, diese Hover-Kufen hat. Ne? Die hat ja keine richtige Landefahrwerk oder so. Ich meine, sie hat schon Landefahrwerk, aber sie kommt nie auf den Boden auf. Ne? Also sie hovert nur die ganze Zeit. Genau. Ich glaube, das ist eine Tavarien-Technik. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich finde es schön, dass es jetzt auch andere Firmen gibt, die Alien-Technik benutzen als Misk und Dingens hier. Mhm. Weißt, wen ich meine, ne? Ja, das stimmt schon. Esperia. Genau, Esperia. Na. Das ist interessant. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass es nicht landet. Wo kommt der Strom her? Da frage ich mich da. Aber ja, kann ja sein. Das mit dem Cockpit gefällt mir sehr gut. Aber guck mal jetzt hier den Frachtbereich ein. Und zwar, das ist mir vorhin auch gleich aufgefallen, der Frachtbereich, Toddy, ist ein offener Bereich. Vorhin wurde gesagt, wenn du innen aus dem Fenster guckst und steht keine Ware drauf, dann kannst du in den Weltraum gucken. Und genauso ist es hier auch. Also ich meine, okay, der Frachtbereich hat zwar noch so eine kleine Art Dach, aber der ist trotzdem komplett offen. Also deswegen sagt nämlich der Jared Huckabee hier auch, Pickup-Truck im Verse. Bis zu 24 SCU soll das gute Stück mitnehmen können. Wahrscheinlich eben auch ein AOC. Aber der AOC steht dann im Freien? Im Weltraum? Wenn ihr fliegt? Krass. Und was für eine Haltertechnik hatten die? Die hatten doch irgendwas gesagt, dass du Gummiband. Dass das auch selber ranzieht, ne? und so, zwar, ne? Toddy wurde gesagt, sobald die Traktorstrahltechnologie ins Spiel kommt und Schiffe auch Traktorstrahlen ausgerüstet bekommen, wird die Nomad einen haben, um hier hinten die Fracht ranzuziehen. Ja. Mhm. Und wenn die Energie dann ausfällt? Gute Frage, aber es ist ja nur zum Ranziehen. Ansonsten ist das Cargo-Krit ja da wahrscheinlich. So, jetzt fangen wir erstmal an bei Asake, der hat nämlich geschrieben. Von innen fand ich sie sehr nice. Aber außen nicht so meins. Mhm. Erinnert drin auch etwas mehr an Nicht-Menschenschiffe, finde ich. Weil eben Alien-Technologie zum Zuge kommt und eingesetzt wird. Neuland. Ich finde, die hat einen leichten organischen Touch. Von der Seite hat die was von einer Grille. Okay, von einer Grille. Muss ich mir nochmal genauer angucken. So, meistens ja, vergleiche ich auch mit Tieren. Fitti hat was, schreibt der Julian. Ist es die Nomad? Ja, Hegeri, das ist die Nomad. Und Tobiba, ist das Dach nicht eine Klappe? Nee, ich glaube fast nicht, oder? Wäre gut, wenn es eine Klappe wäre. Wir gucken mal ein Stückchen weiter. Guck mal. Ach, das ist schon das Bild wieder weg. Das ist echt nur ein Dach. Glaube ich.
Müssen wir uns mal im Konzept genauer angucken, Tobiba. Perfekt für einen privaten, schnellen Bund einladen. Ach so, ja, genau. Wenn das Gravität hat, also quasi Schwerkraft, hat, dann möchte ich das bei einem meiner Charakter zurück. Das mit den Cargo-Dingern ist eigentlich gar keine Gravitationsfelder, sondern das ist, glaube ich, eher so ein sowas wie ein magnetisches Feld, oder? Also soweit ich weiß, Toddy, kannst du dich erinnern, dass die Cargo-Dinger, die tun doch eher magnetisch funktionieren. Die jetzt in den anderen Schiffen? In Schiffen überhaupt, die Cargo-Grids, ne? Ja, also die haben sowas mal gesagt, dass die nachher halt so funktionieren sollen, dass die die Boxen magnetisch halten und auch die Boxen ineinander irgendwie auch verrastet sind und so. Mhm. Also quasi nur die untere hält und die restlichen halten sich aneinander fest und dadurch ist das dann stabil. Genau. Morgen. Achso, wenn der Release von dem ist morgen, ja. Dann wartet Joe. Cyclone hinten rein. Hat einen zusätzlichen Geschützturm. Ach ja, ein TR. Müssen wir mal gucken, ob man draufkriegen. Ausprobieren werden wir es auf jeden Fall. Oh, sie soll passen, schreibt der Andi. Okay, das kann ich mir auch vorstellen, dass es dafür gedacht ist. Hier wieder nur offen. Das Ding ist halt wirklich ein Pickup, ne? Hat halt ein Dach hinten. Oh, und der Mike Mausch wünsche ich eine gute Nacht. Komm gut durch den Freitag auf alle Fälle und schön ins Wochenende, Maike. Dankeschön, dass du da warst. So, Kasi. Absolut geklaut von Elite. ABS Explorer. Okay, ne, Toddy meinte auch gerade schon, der kennt's von Elite. Und hier im Chat war es auch schon. Also meinst du, dann kann man nicht drauflaufen? Zurzeit kann man drauflaufen, weil du hast auch Mac-Boots dann. Und die Mac-Boots sollen ja auch kommen. Und ja, solange dort Metall ist, kannst du auch laufen. 5.15. Bayer, was willst du mir damit sagen, 5.15? Bei 5.15 sieht man wohl irgendwas. Okay. Hier hat man es gerade erstmal kurz raussehen, gucken sehen. Der Fels schreibt nur, hässlich. Kommen wir dann gleich hin bei 5.15, noch 2 Minuten. Gucken wir noch schnell durch. Und passt nicht zum Style Guide von Consolidated Outland. Dass da Alien-Technologie drin ist? Weiß ich nicht. Ist bei der Mustang auch nicht verbaut. Und bei der Pioneer bisher auch nicht angesehen. Das hier allerdings passt schon zum Style Guide von Consolidated Outland. Sehr industriell. Das passt. Ja, also ich finde, der Innenraum, der kommt der Mustang schon sehr nah. So vom Styling. Und weißt du was, Toddy, was ich hier finde bei dem Innenraum? Dass wir haben ja irgendwann mal bei der Mustang Beta den Wohnwagen-Charme verloren. Mit dem neuen Style Guide ist es alles zwar cleaner geworden, aber auch ein Stück aufgeräumter und nicht mehr so, ich sag mal, kuschelig eng alles und ein bisschen gequetscht und so. Mhm. Das ist bei dem Schiff irgendwie wieder so das Feeling, habe ich zumindest. Weil alles so auf engstem Raum ist. Es sieht extrem aus nach Campingwagen oder so. Ja, und weil es sich auch wahrscheinlich so obenrum zuspitzt, ne? Dieses, ja. So ein Zeltgefühl hast du dadurch. Genau. Finde ich cool, das gefällt mir. Andi? Aber viel geiler. Das weiß ich nicht, ob es so viel geiler ist. Weiß nämlich nicht, was der Original Explorer macht. Gucken wir uns gleich mal an. Kannst du den Link bitte nochmal aufhalten? Ich bin, kommt 5.15. Okay, wir haben noch eine Minute. Struts. Ja, Struts hat das Ding einige. Consolidated Outland scheint da ein bisschen Fanboy zu sein von RSI. Obwohl das bei der Mustang halt wiederum gar nicht so ist. Die Struts hier haben aber den Argo-Style irgendwie für mich. Also keine Ahnung. Wie in einer Argo MPUV oder sowas. Sogar so ein bisschen wie in einer Mole. Bin ja, auf den Preis gespannt, bin ich auch. Ich denk mal, diese Pilotenkanzeln, da wirst du auch das Rad nicht neu erfinden. Ne? Also
Wenn da jetzt nicht noch was sehr Alien-mäßiges mal irgendwann mit dazukommt, dann werden die, ich denke mal, auch sich alle immer irgendwie ein bisschen sehr ähnlich sehen. Mhm. Ja, ein bisschen Alien-Style hat es schon. Ich weiß nicht, das Original-Ding bei Elite wird ja wahrscheinlich nicht, also was ich sag schon Original, das andere Ding, mit dem es gerade verglichen wird, von Elite, wird ja wahrscheinlich nicht so schweben. Standard. Nee, das hat Füße. Mhm. Hast du der Link von Engelschatten ist ja auf die Seite, da kannst du es dann sehen, das Schiff von Elite. Mhm. Also schon wirklich sehr, kommt sich schon sehr nah. Okay, und das ist hier auch nochmal die Nomad und hinten auch eigentlich relativ offen, ne? Ja. Oder was wollten wir jetzt hier genau bei 5.15 sehen? Also wir haben gerade 5.15 quasi. Ja, also naja. Ich glaube, es geht ihm hinten um dieses Fleckflügelchen da. Mhm. Was dann eben halt von der anderen Seite aussieht wie ein Dach, aber es ist nicht offen, also es ist nicht geschlossen. Es ist ja halt wie so ein Heckflügel, so ein doppelter. Okay, stimmt. So, und jetzt gehen wir nochmal auf ein Bild von der Nomad. Vorne am besten. Die Leiter fand ich ja cool. Die Leiter sieht cool aus, ja. So, und jetzt mal den Link vom Kasi. So, naja, das sieht schon so ein bisschen danach aus, würde ich sagen. Es ist zwar nicht hinten offen oder so. Nee. Aber hier vorne die Schnauze. Hat schon was davon. Muss man sagen. Ich kannte das jetzt gar nicht. Na gut. Tja. Auf alle Fälle wird es das höchstwahrscheinlich dann morgen zum Verkauf geben. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt was auf der Webseite ist. Ich kann ja mal aktualisieren. Ich glaube aber nicht. Ansonsten hätte man bestimmt schon was gehört. Ja, OnePlus Endfors dazu anscheinend. Oder? Ja, Inside Star Citizen. Sonst kein Post, kein Concierge-Verkauf dieses Mal. Na gut. Ja, der zweite Teil dann eben der Sendung ging natürlich um die Messe. Ja, aber erstmal vorneweg natürlich das neue Schiff. Das finde ich innen auch relativ cool mit den Anzeigen gemacht. Mhm. Auf jeden Fall praktisch das Teil, schreibt der Water Joe. Aussehen hin oder her. Aussehen ist eher immer Geschmack. Das ist hinten von... Ja, das hat man gehabt. Ist eindeutig abkopiert, schreibt der Ron. Sah schon ein bisschen danach aus. Aber auf jeden Fall, ansonsten in der Sendung kriegt von mir einen Daumen nach oben, würde ich sagen. Ja, ansonsten eine E-Mail oder sowas kam jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Ich kann ja nochmal gucken, ob da irgendeine Ankündigung kam. Wartet. E-Mails kommen, aber... Nee. Keine CRG-Benachrichtigung. Dann wird es wohl diesmal kein Sale davor geben. Schade. Da müssen wir uns wohl auf morgen gedulden. Und jetzt doch nicht 11 Uhr morgens, was sehr schön gewesen wäre. Dann hätten wir gleich uns freuen können auf relativ früh noch vor Mittag, quasi, dass wir da was nachgucken und anschauen können. Wird jetzt aber erst 17 Uhr sein, morgen der Start der Messe. Und 18 Uhr kommt dann bei Twitch die Star Citizen Live-Sendung. Und diese Star Citizen Live-Sendung wird sich natürlich auch rund um die Messe drehen und so ein bisschen einführen in die Messe und höchstwahrscheinlich auch noch ein Announcement mit sich bringen. Das wichtige Announcement für heute haben wir quasi gerade gesehen. Das war das für die Nomad.